Ja, Tag auch Leute und herzlich willkommen wieder mal zu meinem Format What Comes Next, dem Informationsvideo bei mir, was euch die nächsten Monate, und ich glaube, heute gebe ich wirklich Ausblick auf die nächsten 3 Monate, erwartet. Und natürlich mache ich auch nochmal so eine kleine Zusammenfassung, wie es die letzten Monate so gelaufen ist, was sich hier verändert hat. Und ja, ich würde erstmal kurz darauf eingehen, dass ja bis vor so einem halben Jahr war ich ja eher bekannt als derjenige, der mal ein Video hochgeladen hat und dann mal wieder nicht. Ich hoffe, das hat sich jetzt etwas geändert, auch in der Ansicht bei euch. Ich habe versucht, das wieder regelmäßiger zu machen, auch wenn ich noch zugeben muss, dass ich im Moment nicht meine kompletten Bedingungen erfülle. Also ihr seht ja hier, dass ich eigentlich täglich Grimrock und täglich Wessel hochladen wollte. Das hat jetzt auch wieder nicht so geklappt. Ist halt doch mit der doch erheblichen Zeit verbunden, was dahinter noch dann steckt mit dem Hochladen der Folgen, und ich versuche da wirklich hinterherzukommen, aber immerhin ist ja jetzt fast jeden Tag ein Video da, und ja, das erstmal kurz dazu. Dann gebe ich jetzt nochmal einen kleinen Ausblick hier auf die nächsten Projekte. Das könnt ihr jetzt hier anhand dieser Timeline sehen. Und ja, habt oben erstmal den Überblick, was quasi jetzt so im restlichen Monat Mai euch erwartet, dann Juni, Juli, August und September natürlich. Wir haben natürlich erstmal globale Ereignisse, nämlich die UEFA-EM startet, glaube ich, Anfang Juni irgendwann, und das Endspiel ist, glaube ich, am 1. Juli oder so. Also geht so knapp 3-4 Wochen. Dann haben wir natürlich Summer Break, das sind die großen Sommerferien, für viele natürlich interessant, für mich natürlich auch. In Hessen ist das von Juli bis so, ja, Anfang, Mitte August. Und dann drunter seht ihr auch schon jetzt die Projekte. Und bei mir ist das, das müsst ihr jetzt so verstehen, dass diese Pfeile, also ich kann ja nicht genau sagen, wie lange ein Spiel dauert, weil ich das im Vorhinein nicht wirklich einschätzen kann. Ich habe zwar jetzt bei meinen Projekten schon mal so einen kleinen Preview gewagt, bei manch anderen Leuten, wie viele Folgen die so aufgenommen haben. Deswegen seht ihr dann auch eine manchmal etwas dickere und manchmal eine etwas dünnere Spitze. Und die Spitze sagt quasi, das ist so der Toleranzbereich. Zum Beispiel hier bei Legend of Grimrock, da seht ihr ja, das ist wahrscheinlich bis Mitte Juni geplant. Könnte aber auch, wenn die Folgen etwas, oder wenn ich mich da etwas blöder anstelle, sagen wir es mal so, vielleicht sogar bis in den Juli laufen. Und nach Legend of Grimrock ist auf jeden Fall noch Community-Stuff mit dem Spiel geplant. Die Programmierer von Almost Human wollen da einen Map-Editor noch rausbringen. Und es gibt auch sonst eine Menge interessante Sachen noch. Es gibt noch versteckte Mods in dem Spiel. Und da werden wir uns also auf jeden Fall noch länger mit beschäftigen. Das geht also vielleicht bis in den September rein. Das für alle Legend of Grimrock-Fans. Dann geht es weiter mit Wessel. Und bei Wessel denke ich, dass es nicht mehr allzu viele Folgen geben wird. Deswegen ist hier dieser Pfeil auch relativ klein an der Stelle und ist bei mir kalkuliert ungefähr bis Ende Juni. Dann dürfte es vorbei sein. Und dann werde ich endlich mit Theme Hospital starten. Das habe ich ja schon lange, lange angekündigt. Und ich habe auch schon Tests gemacht mit der Aufnahme. Das läuft alles ganz gut. Habe mir auch schon ein paar Stargäste eingeladen. Das wird ja dann quasi so eine kombinierte Sache werden. Also da lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen für alle Theme Hospital Fans und auch für alle Fans, die so ein bisschen einen Videoschnitt mögen. Da ist auf jeden Fall eine Menge, Menge Arbeit drin. Kann ich nur empfehlen, da reinzuschalten. Dann ab ungefähr Mitte des Monats, also quasi ab morgen, ab nächster Woche, habe ich mich entschlossen, auch wieder endlich Strategiespiele zu spielen. Das ist ja eigentlich mein Heimgenre, in dem ich mich sehr wohlfühle und in dem ich mich auch traue, hohe Schwierigkeiten zu spielen. Da wollte ich starten mit Ascendancy, weil Ascendancy für mich eigentlich das ja leichteste Spiel dieser Serie ist, die ihr hier quasi seht. Wird dann noch weitergehen mit Master of Orion, Master of Orion 2, und danach werde ich irgendwie in diesem Genre bleiben, in diesem rundenbasierten Strategiespielen. Da gibt es ja etliche. Hab ja noch Gorki 17 angekündigt, vielleicht kommt das dann an die Stelle. Aber ja, die ganzen Spiele werden auch auf der höchsten Schwierigkeitsstufe gespielt. Bei Ascendancy weiß ich noch, dass es nicht ganz so schwierig war. Master of Orion ist doch relativ schwer, und da übe ich auch schon so heimlich die ganze Zeit am Laptop mal dran. Das sind ja alles alte MS-DOS-Spiele. Da reicht auch die Leistung vom Laptop, um die zu spielen. Also da werde ich ein bisschen dranhängen, aber ansonsten Strategiespiele können natürlich auch relativ schnell gehen. Deswegen sind da hier mehrere verzeichnet, und ich denke mal, bis September werden wir die 2-3 auf jeden Fall rumbekommen. Da könnt ihr euch freuen, sowas gibt es bei YouTube noch nicht, die Spiele auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Schaut da also auch mal rein. Dann habe ich mich noch entschlossen, hier auf dem nächsten Fall ein Retro-Adventure zu spielen. Für den Amiga gibt es auf Deutsch auch noch nicht bei YouTube ein Spiel, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich möchte den Namen an dieser Stelle nicht nennen, weil ich doch jetzt vermehrt sehen musste, dass immer, wenn ich irgendwelche heißen Renner hier mal erwähnt habe, dass sie dann irgendwie 2-3 Wochen später dann doch von anderen gespielt werden. Ist nichts gegen euch, aber manchmal dauert es auch, solche Perlen zu finden, und deswegen lasst euch da einfach mal überraschen. Ich sag nur so viel, das Spiel ist so berühmt, dass der Entwickler von damals mittlerweile auch wieder bei Kickstarter, also diesem Forum, wo man quasi Geld sammeln kann für seine Spielideen oder auch für Fortsetzungen, quasi auch gerade wieder Geld sammelt für den zweiten Teil. Und ja,
Das zeigt natürlich, dass da vielleicht doch viele Fans auch sind, die den ersten Teil gut fanden und viele wollen da vielleicht eine Fortsetzung. Wenn das rum ist, weiß ich nicht ganz genau, was auf der Schiene weitergespielt wird. Ich nehme an, das wird irgendwie im Retro-Bereich bleiben. Müssen wir also mal sehen. Dann natürlich für unsere ganzen Pizza-Connection-Freunde und Anno 2070, das Ganze geht auch weiter. Hier weiß ich allerdings nicht genau, wie regelmäßig, das ist aber hier auch geplant bei mir bis so Mitte Juli. Ich denke mal, da müsste ich durch sein, bei Anno könnte es noch ein bisschen anders aussehen. Pizza Connection an sich ein Endlos-Projekt, schauen wir mal, das werden wir auf jeden Fall immer am Wochenende hinbekommen und dann auch wieder weiterspielen. Ist ja momentan auch ein bisschen schwierig hier, ich muss mit dem Loki unbedingt wieder mal absprechen, dass wir uns mal wieder für eine Aufnahmesession finden und dann quasi mal weitermachen. Aber das liegt zum größten Teil auch an mir, weil ich glaube, ich bin derjenige, der da keine Zeit hat. Also nicht den Loki anschreiben, wenn mir böse Mail schicken. Okay. Dann haben wir noch Caribbean Disaster. Das ist der letzte Teil der Mad TV oder News, Mad News Spiele quasi. Das wollte ich mir auch mal anschauen, aber das ist eine schwierige Sache vom Aufnehmen her. Da muss ich mal gucken. Und dahinter seht ihr ja noch und Mad TV. Ich werde definitiv ein Replay quasi machen von Mad TV, allerdings da auch nicht einfach nur nochmal neu gespielt. Da gibt es auch ein paar besondere Sachen, also da könnt ihr auch gespannt sein. Da ist eine Menge Bearbeitung wieder drin. Ich bin momentan am fleißigen Arbeiten mit Hexeditor, da ein bisschen was zu bearbeiten. Also das wird auf jeden Fall auch eine tolle Sache, weil ich finde Mad TV ein ganz tolles Spiel und die Qualität von meinem alten Must-Play hier ist natürlich okay, aber für die heutigen Verhältnisse eigentlich nicht ansehbar. Deswegen da auch nochmal ein Replay oder beziehungsweise mein erstes Replay von einem Spiel, was ich gespielt habe, könnt ihr also auch gespannt sein. Und ja, vielleicht viele jetzt schon seit 3-4 Minuten gelesen, aber unten steht es, einen neuen YouTube-Kanal wird es geben. Und das hat schon auf dem Livestream, wo ich diese Grafik schon mal gezeigt habe, auch schon für viel Verwirrung gesorgt. Was machst du denn? Wird der hier platt gemacht? Und ja, ich mache ein neues Format und das Format passt irgendwie nicht so richtig hier in das rein, also sprich in Must-Plays. Das wird zwar auch eine Geschichte werden um Spiele, um Gaming, aber halt nicht so wie dieser Channel eigentlich sich das Ganze vorgestellt hat. Ist auch eine Sache, ich denke nicht, dass viele Leute, die quasi mich hier gucken, quasi in dem neuen Format gucken werden, weil es doch eine komplett andere Geschichte ist. Aber es geht auch um Gaming und ich bin momentan auf Hochtouren, diese Sache aufzubauen, dass da auch quasi ein bisschen Content vorliegt, bevor das Ganze gestartet wird. Ich werde mit einem Projekt, das werde ich quasi hier mit in die Playlist nehmen und wird aber auf dem anderen Kanal hochgeladen werden. Und ganz wichtige Frage gleich vorweg, es werden beide Kanäle bedient werden. Also ich versuche da halt vorzuproduzieren, das ist auch eine ganz andere Sache. Wie gesagt, ist ein bisschen leichter zu produzieren. Aber ja, will an der Stelle auch noch nichts sagen. Ist, wie gesagt, was Revolutionäres, auch was Neues. Mir macht es eine Menge Spaß, wie gesagt, aus dem Bereich Gaming. Ja, soweit erstmal hier das What Comes Next. Jetzt haben wir noch ein paar Themen, auf die ich noch eingehen will. Und zwar, viele warten noch auf das UFO-Special. Das ist in Planung, das ist in Produktion. Das ist auch nicht so einfach. Jetzt habe ich ganz oft das ist benutzt, genau. Nee, ist im Gange und wird auf jeden Fall kommen. When it's done. Und dann werdet ihr das quasi auch sehen. Wird auf jeden Fall sehr spaßig, denke ich mal. Und ich hoffe, dass da viele dann auch mitmachen. Ist auch eine Community-Geschichte. Manchen habe ich es auch schon erzählt, aber in den Comments bitte mal keine Mutmaßung. Die Leute, die es wissen, die wissen es. Und die Leute, die es nicht wissen, die sehen es dann spätestens beim Video. Dann habe ich ja noch ein Abo-Special versprochen, bei dem ich ja nochmal auf den Reiterhof gehen will. Und ja, das wird definitiv kommen. Da habe ich mir noch eine andere Spielserie ausgesucht und werde die mal testen. Das natürlich dann auch mit Schimpfwörtern und mit all den Sachen, die ich sonst nicht benutze. Und ein Special über die Videos an sich, da auch viele mal fragen, welche Einstellung benutzt du, welche Qualität und so weiter. Da muss ich eigentlich immer ziemlich viel Zeit auch aufwenden, um zu antworten. Und eigentlich will ich da auch immer antworten, weil ich finde, jeder hat das Recht zu wissen, wie es geht. Deswegen gibt es darüber ein Video, wo ich quasi mal meine ganze Produktionskette vorstelle. Die könnt ihr dann, wenn ihr das gut findet, den ein oder anderen Teil vielleicht übernehmen. Bei manchen Sachen bin ich bestimmt auch ein bisschen altmodisch, aber ich habe mir es halt einfach so angewöhnt. Das könnt ihr dann quasi auch sehen. Dann möchte ich noch hinweisen auf den wöchentlichen Livestream, der jede Woche Mittwoch 20.30 Uhr stattfindet auf twitch.tv/plexi. Da geht es immer rund, eine Stunde lang rund um den Amiga bei meinem Format Amiga Amigos. Da spielen wir gute, manchmal auch schlechte Amiga-Spiele von früher, testen gewisse Dinge aus und da versuche ich halt einfach gewisse Perlen aus dem Bereich Amiga euch zu zeigen für alle Fans und natürlich für alle Fans, die es werden wollen. Schaut da mal rein. Für alle StarCraft-Freunde gibt es danach immer das Format Go for Gold. Das war eigentlich mal so angelegt, dass es meine Reise in die Goldliga begleiten sollte, aber irgendwie ja hat das von Anfang an so schon ausgesehen, dass ich in der Goldliga eigentlich schon angefangen habe und dann haben wir mehr oder weniger so eine Community-Sache draus gemacht, wo immer mal
wir den Leuten eine Plattform geben, gegeneinander anzutreten. Da haben wir gute, da haben wir schlechte Spieler, also da ist alles vertreten. Könnt ihr also mal reinschauen, wenn ihr mal gegen mich spielen wollt oder hier gegen die Community, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und dann ist noch eine Sache geplant, eigentlich für die Zukunft, die sogenannten Retro-Olympics. Das wird im Laufe der Olympischen Spiele in London passieren. Da werde ich quasi hier das so ähnlich machen. Für alle Leute, die mitmachen wollen, mir einfach eine PN schicken. Ich werde euch schon mal auf eine Liste setzen und mit euch dann gegebenenfalls Kontakt aufnehmen. Da geht es drum quasi, da werden alte Klassiker gegeneinander gespielt. Rund um den Amiga, C64, Amstrad, Apple II, je nachdem, was es da gibt, wird quasi eine Begegnung ausgelost. Es wird das Spiel ausgelost und da wird gegeneinander gezockt. Da aber, das ist auch noch in den Kinderschuhen, da werdet ihr dann an passender Stelle erfahren, wie das Ganze abgeht. Könnt ihr auch euch die VODs, also die Video on Demands auf Twitch, man kann ja immer den Livestream auch nochmal nachschauen, wenn man den verpasst hat. Da habe ich schon relativ häufig kleine Infos drüber gegeben, wie das vielleicht ablaufen wird. Schaut da einfach vielleicht mal das ein oder andere Element an aus dem Livestream und dann könnt ihr quasi schon mal vorab sehen, wie das ungefähr laufen wird. Gut, Leute. Das war es erstmal soweit von What Comes Next. Ich denke, ich habe ein paar Fragen beantwortet und wahrscheinlich auch wieder viele aufgeworfen. Für weitere Fragen natürlich einfach die Comments benutzen. Ich versuche da einfach auch jedem zu antworten. Wenn man gewisse persönliche Sachen über mich wissen will, kann ich auch noch den Link auf meinem Kanal empfehlen. Da gibt es so ein Formspring, so eine Umfragegeschichte. Da beantworte ich dann auch vielleicht etwas persönliche Fragen. Aber eigentlich immer nur auch, wenn sie gut sind. Wenn nicht, dann werden sie gelöscht oder nicht geachtet, aber in der Regel kamen da bis jetzt eigentlich ziemlich schöne Sachen. Hat auch Spaß gemacht, die zu beantworten. Also wenn ihr mal was wissen wollt von mir, einfach da rein posten oder halt in die Comments. Das war's von What Comes Next aus dem Monat Mai. Bis dann und einen schönen Sommer. Euer Plexi.